Gottesreich und Segen und guten Tag, lieber Bruder, liebe Schwester. Kleiner Glaube an den großen Gott. Unser Text ist Lukas Evangelium 17, Vers 5 bis 6. Lukas 17, Vers 5 bis 6. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt als ein Senfkorn, und sage zu diesem Maulbeerbaum: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer, so wird er euch gehorsam sein. Stärke uns den Glauben, sagten die Apostel schon zum Herrn. Und unser Glaube kann so klein sein wie das von Apostel Thomas. Oft, wenn wir dann unten durchgehen, das kann oft passieren, vielleicht durch die züchtigende Hand des Herrn, vielleicht durch unsere eigene Missetat, vielleicht aber durch Leiden, dass das Herz gebessert wird, können wir tief unten durch mal gezogen werden. Aber wenn das geschieht, kann unser Glaube auch geprüft werden und dann kann man herauskommen: Falsch gehandelt, solltest deinen Glauben stark halten im Herrn. Wie kannst du das? Durch das Lesen der Heiligen Schrift, durch Gebet und Dankbarkeit, an dem wir allesamt immer wieder fehlen, alle. Aber ich möchte dir das mal ein bisschen zeigen. Stärke uns den Glauben also. Dieser Vers 6 ist schlussendlich wegen den Lehrfragen. Das wird dann alles weggenommen, wo du darüber nicht mehr Bescheid weißt, nicht verstehen kannst in der Heiligen Schrift. Frag den Herrn um Weisheit, heißt es somit. Das ist der Vers 6, dass du Glauben genug hast, dass du tiefere Einsicht bekommst in die Heilige Schrift durch den Heiligen Geist, der du versiegelt bist. Du wirst tiefere Einsicht bekommen, nach dem Maß des Glaubens, die dir gegeben ist. Stärke uns den Glauben, sagten die Apostel. Jetzt schauen wir mal und stärken deinen Glauben und schauen, was wir lernen können anhand von 8 Beispielen des Glaubens und schauen wir, was gibt es zu lernen daraus. Punkt 1. Lesen wir in Matthäus 8, Vers 2 bis 3. Matthäus 8, Vers 2 bis 3. Und siehe, ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun. Sei gereinigt. Und alsbald war er von seinem Aussatz rein. Was lernen wir jetzt aus dem allem eigentlich? Was sieht unser Herz, unsere Augen des Herzens durch diesen Text? Der Wille des Herrn soll geschehen in deinem Leben. Er sagt, so du willst. Wenn wir doch allesamt so ins Gebet gehen, oft ist es doch, es soll so geschehen, wie ich will. Nein, sage dem Herrn, es soll dein Wille geschehen. Ich weiß, dass du mich hörst. Ich weiß, dass du alles über mich weißt. Ich weiß, dass du siehst, wie ich es in meinem Herzen meine, was ich dir jetzt da aufsage, Herr. Aber es soll dein Wille geschehen, nicht mein. Das ist korrekte Haltung. Alles andere ist, mein Wille soll geschehen. Und das ist nicht das, was der Herr will. Du sollst ihm die Leitung überlassen. Im Gebet, in Erhörung des Gebets auch. Ein Zitat dazu: Es kann keine Not geben, der Gott nicht begegnen könnte. Es kann keine Not geben, der Gott nicht begegnen könnte. Weißt du, wie gewaltig diese Aussage eigentlich ist? Wie viel, dass der Hudson Taylor natürlich wieder Zitate, das sind auch allgemein von ihm. Weißt du, wie viele Nöte, dass ein Mensch durchgemacht haben muss und Probleme auch durchgegangen haben muss? Und in seinem Herzen auch die Umformung dann bekommen hat, dass er so etwas sagen kann. Es kann keine Not geben, der Gott nicht begegnen könnte. Dieser Aussätzige, der war in einer sehr großen Not. Aber er hat gewusst, das ist Gott offenbartem Fleisch, das ist der Messias. Er kann mich reinigen. Er macht alles wohl, das wird gesagt in der Heiligen Schrift, im Alten Testament damals. Das ist klar, ich weiß es. In diesem Glauben komme ich zu ihm. Er macht alles wohl. Er macht die Blinden sehend, die Tauben hörend.
Er macht alles wohl, also kann er mich auch reinigen. Er kann mich heilen. Und siehe da, durch diesen Glauben wurde er gereinigt. Wie wunderbar, sein Wille also soll geschehen, der Wille des Herrn. In 1. Petrus 5, Vers 7 lesen wir heraus, das ist auch eine Lektion für uns, ganz speziell für uns allesamt. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Aussätzige kam mit seiner gesamten Last, wo er an seinem eigenen Leib schon getragen hat. Herr, heile mich. So sollen wir auch zum Herrn kommen. Oder kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt der Herr. Matthäus 11, 28. Kommet zum Herrn im Glauben. Er wird dich befreien von den Belastungen, die du trägst, von den Lasten, die auf dir lasten in deinem Herzen, dass du immer tiefer unten durchgehst und gar nicht mehr weiter weißt. Du bist einfach da und weißt nicht weiter. Der Herr weiß weiter und er sagt, komme zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommet her, alle, geht zum Herrn. Zweiter Punkt, unfassbare Aussage vom Herrn über den Centurio. Wir gehen wieder zu Matthäus, Kapitel 8. Wir bewegen uns auch jetzt öfter hier in Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Kernvers ist Vers 10, Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Da aber Jesus einging zu Kapernaum, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gichtbrüchig und hat große Qual. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn ich bin ein Mensch, dazu der Obrigkeit untertan, und habe unter mir Kriegsknechte, noch wenn ich sage zu einem, gehe hin, so geht er, und zum anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tue das, so tut er's. Da das Jesus hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgeten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen vom Morgen und vom Abend und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden ausgestoßen in die äußerste Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht ward gesund zu derselbigen Stunde. Vers 10. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Was für eine gewaltige Aussage über den Glauben des Centurio. Was lernen wir denn daraus? Was ist der Inhalt vom Glauben vom Centurio? Wie ist sein Glaube? Im Vers 8 ganz deutlich, er hat eine sehr demütige Haltung und er ist sehr glaubensstark. Er zweifelt nicht. Er glaubt wie ein kleines Kind. Der Herr kann alles wohl machen. Er ist so demütig. Herr, ich bin ein elender Sünder. Sei mir Sünder gnädig und ich glaube und er wird sogar sagen, hilf meinem Unglauben wahrscheinlich. Sage du nur ein Wort, Herr. Und dann ist mein Knecht gesund. Er hat genau gewusst, das ist der Schöpfer, das ist der Messias, offenbart im Fleisch. Das ist Gott offenbart im Fleisch. Ich weiß es durch das Alte Testament, die Verheißungen und alles. Er hat gesagt, dass er kommt, ich weiß es. Seine letzten Worte auch in Maleachi. Ich weiß es. Jetzt spricht der Herr dann und da weiß er, 400 Jahre hat der Herr nichts mehr gesagt nach Maleachi. Und da ist der Herr. Er spricht, er verkündet und er kann heilen. Schau den Glauben von ihm mal an, wie gewaltig. Wie ein kleines Kind. Er glaubt einfach, der Herr kann es wohl machen. In Vers 9, dem Herrn untergeordnet und anbefohlen ist er. Er bekennt dies. Er erkennt auch geistig gesehen einige Sachen in Vers 9. Schau mal. Er erkennt die Ordnungen des Herrn an und schildert,
das anhand seiner eigenen Position als Centurio. Er stellt das plastisch dar, wie die Sache, wo man dir darstellen kann, das Gericht hier auf Erden bereits. Wenn du etwas Böses tust, die Obrigkeit, die in Römer 13 aufgestellt wurde, nicht die Obrigkeit, die wir jetzt gerade im politischen Rahmen jetzt haben und so weiter, sondern diejenigen, die kommen, die Polizisten und dich festnehmen und dich in ihren Warteraum hinsetzen und dann kommst du vor das Gericht und dann wird alles vorgelesen und nachdem bekommst du die gerechte Strafe, soweit es möglich ist in dieser gefallenen Welt. Das kann man so plastisch darstellen, das ist doch das Gericht Gottes über den Menschen, der einfach rübergeht mit seinen Sünden. Die Hölle verbrennt er, leidet Pein somit, kommt nachher dann vor das Gericht, wird ihm vorgelesen, warum jetzt der Feuersee von Ewigkeit zu Ewigkeit eigene Gerechtigkeit, somit keine Vergebung der Sündenschuld. Das ist ein Prozess, den man so plastisch darstellen kann. Und das stellt er hier dar in Vers 9, dass er erkennt die Autorität des Herrn Jesus Christus. Wunderbar. Ein Zitat. Es ist nicht ausschlaggebend, wie groß der Druck ist. Einzig und allein von Bedeutung ist, wo der Druck liegt, ob er sich zwischen mich und Gott drängt oder aber ob er mich näher an sein Herz bringt. Deine Not soll dich zum Herrn bringen, nicht ferner von ihm. Gebe zu, wie oft hat jeder einzelne von uns denn falsch gehandelt, in der Not, ein Stück weit uns vom Herrn vielleicht entfernt. Das ist der Keil, der zwischen uns und dem Herrn getrieben wird vom Feind. Das soll nicht so sein. Bleibe stark im Glauben. Erkenne, dass der Herr die Autorität in deinem Leben hat. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Felsengrund, auf dem du stehst. Punkt 3. Völlig am Ende angelangt. Keine eigenen Mittel mehr. Matthäus 9, Vers 20 bis 22. Und siehe, ein Weib, das 12 Jahre den Blutgang gehabt, trat von hinten zu ihm und rührte seines Kleides Saum an. Denn sie sprach bei sich selbst, möchte ich nur sein Kleid anrühren, so würde ich gesund. Da wandte sich Jesu um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und das Weib ward gesund zu derselbigen Stunde. Auch gewaltig. Die Lektion, am Ende angelangt, keine eigenen Mittel mehr, die dir helfen, aufzustehen, weiterzugehen. Da wende dich zum Herrn, und es wird alles neu, dem Herrn anbefohlen, in seiner Kraft, in seinem Pfad wirst du aufstehen, verändert weitergehen. Das ist sehr wichtig. Ein Zitat. Erwarte große Dinge von Gott, und du wirst große Dinge bekommen. Es gibt keine Grenze für das, was er tun kann. Glaube und bleibe im Gebet, wie tief es auch jetzt für dich unten durchgeht. Vielleicht bist du auch jetzt gerade in einem sehr guten Zustand, körperlich und auch geistig, aber erinnere dich daran, was alles schon geschehen ist in deiner Pilgerschaft hier unten. Erinnere dich, weil es wird wiederkommen. Und du wirst wieder Nöte hindurchgehen müssen, damit das Herz gebessert wird und vielleicht auch deine Missetaten, die du schon alles angerichtet hast, für die du natürlich Vergebung erhalten hast, immer wieder die züchtigende Hand des Gottes vielleicht über dich hindurchgehen muss. Erinnere dich und lass dich vom Herrn führen, auch wenn du jetzt gerade gut hast. Und siehe auf den Herrn, nicht auf dies, was der Welt angehört. Vierter Punkt. Glaubst du? Die Frage vom Herrn an dich. Glaubst du? Wir können hier gleich bleiben. Matthäus 9, Vers 27 bis 30. Und da Jesus von dannen fürbaß ging, folgeten ihm 2 Blinde nach, die schrien und sprachen, ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und da er heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubet ihr, dass ich euch solches tun kann? Da sprachen zu ihm, Herr, ja. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben.
Das ist die Frage natürlich. Wie stark ist dein Glaube? Ist es wenigstens so groß wie ein Senfkorn? Das ist die Frage. Zitat und Lektion zugleich. Wir brauchen einen Glauben, der in Gott gewurzelt ist und der von ihm erwartet, dass er sein Wort hält und alles tut, was er verheißen hat. Schau nochmal. Wir brauchen einen Glauben, der in Gott gewurzelt ist. Also er ist das Fundament, auf dem du bist. Wenn du dich aber entfernst von der Heiligen Schrift, wenn du dich somit entfernst von dem Herzen Jesu, dann wird dein Glaube kleiner werden. Und deine Probleme in deinem Leben werden gewaltigst anwachsen. Weil somit lebst du immer mehr und mehr vom Herrn entfernt, von der Quelle des Lebens entfernt. Und so wirst du in Nöte hineinkommen, die nicht nötig sind. Und Probleme bekommen, die du nicht haben solltest, die dir auch nicht helfen. Du musst gewurzelt sein im Herrn Jesus Christus. Und von ihm erwarten, dass er, erstens mal, er hält sein Wort, all die Verheißungen. Er hat gesagt, dass er in uns Wohnung macht. Das hat er getan. Er hat dir alles verheißen, was den Himmel anbelangt. Und alle Herrlichkeiten des Himmels sind dir gegeben. Es ist ein unerschütterliches Erbe. Es ist dir gegeben, zum Allerheiligsten einzutreten, im Glauben an das heilige Blut des Herrn Jesus Christus, die du ein für alle Mal bekommen hast, die Rechtfertigung. Gerechtfertigt bist du und so kannst du ins Allerheiligste eintreten zum Gnadenstuhl Jesu Christi. Jedes Mal, wenn du ins Gebet gehst. Ist das nicht wunderbar? Aber dir ist auch gegeben schlussendlich, dass du fest verwurzelt in ihm verbleibst. Er lässt dich nicht los und du kannst ihn auch nicht loslassen. Aber du kannst dich ein Stück weit von ihm entfernen und dann kommen ganz schlimme Sachen über dich. Lass dein Glauben stärker werden. Es geschieht nur durch Disziplin. Mindestens so weit, keine religiöse Haltung, mindestens so weit, dass du die Heilige Schrift täglich liest und vom Herrn zu dir sprechen lässt und ins Gebet gehst für dich und für andere. Deine Gebetszeit und stille Zeit, die muss sein. Unbedingt. Und der Herr geht mit dir und du gehst mit dem Herrn durch den Tag hindurch. Du befiehlst dem Herrn den Tag und die Nacht an. So wird dein Glaube gestärkt und stark verwurzelt. Menschen können dir nicht helfen, wenn du tief unten durchgehst. Vergiss es. Aber der Herr hilft. Er ist mit dir. Bis zum Ende. Bis du bei ihm aufwachst. Punkt 5. Unerwartete Aussage vom Herrn. Unerwartete Aussage vom Herrn. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 15, Vers 21 bis 28. Vers 21 bis 28. Und Jesus ging von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, ein kananäisch Weib ging aus derselbigen Grenze und schrie ihm nach und sprach: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Meine Tochter wird vom Teufel übel geplaget. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nicht gesandt, denn nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause Israel. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die von ihren Herren Tisch fallen. Jetzt diese Aussage vom Herrn. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselbigen Stunde. Der Herr hätte hier alles zu ihr sagen können: Geh weg, ich bin nicht dazu da. Das hat er ja auch gesagt, aber nochmals betonen können: Ich bin nicht dazu da, euch, die ihr nicht von meinem Volke seid,
etwas zu tun, was ihr bittet. Gehe von mir. Hätte der Herr auch sagen können. Alles sagen können. Was kommst du zu mir? Für euch bin ich nicht hier. Hätte der Herr nochmal beteuern können. Aber schau mal. Und die Jünger haben schon gesagt, ja, komm, Hauptsache sie bleibt ruhig. Sie gibt Ruhe, sie kommt uns schon nach. Die Leute betrachten uns von Ferne, vielleicht hören sie das nachher sogar, wenn sie wieder zurückgeht. Aber nein, der Herr hat eine klare Richtschnur und geht schnurstracks geradeaus. Aber dann, wo der Herr mit ihr spricht, dass sie zu ihm kommt, demütigst und vor ihm fällt und sagt, Herr, hilf mir. Auf einmal kommt es dann heraus, was für ein Glaube, dass dieses Weib dann hat. Wie demütig, dass sie ist. Wie stark und mächtig in ihr der Glaube an den Herrn Jesus Christus ist. Wo sie ganz genau weiß, er kann alle Dinge wohl machen. Dein Glaube ist groß, sagt der Herr. Schauen wir mal, was können wir denn daraus entnehmen und lernen? Kernvers, das ist ja dies. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselbigen Stunde. Wie hat sie geglaubt? Vers 22 sagt uns, zum Beispiel durch ihren Glauben überschritt sie die Grenzen, die ihr als Kanaanäerin gesetzt waren. Sie demütigte sich vor dem Herrn. Sie anerkennt, dass sie es nicht wert sei, erhört zu werden, aber bekennt, da er der Herr ist, der alle Dinge wohlmachen kann, nach dem Maß des Glaubens in ihrem Herzen. Sie bekennt dies alles in diesen Versen. Sie weiß, hey, ich bin eine Kanaanäerin, aber ich weiß nicht weiter, aber ich glaube, dass einer kommt, der Messias, der verheißene Erlöser, Gott offenbart im Fleisch, dass er alle Dinge wohlmachen kann. Sie weiß es. Sie glaubt. Und der Glaube kennt keine Grenzen. Und dann geht's zum Herrn Jesus Christus. Sie geht ganz klaren Wissens, auch dass es Probleme ganz klar geben könnte. Sie weiß schon Bescheid, da gibt es eine ganze Schar Jünger, die mit dem Herrn Jesus Christus hier gehen. Und die haben schon alles Mögliche verwehrt, auch die Kinder betreut und die Kinder geht weg und der Herr betreut dann sie. Lass die Kindlein zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also der Herr lässt sich fragen, lässt sich bitten und lässt sich helfen. Komme zu ihm, er hilft. Glaube ganz, ganz fest in deinem Herzen, dass er mit dir ist, denn das ist er. Du weißt dies natürlich jetzt, wo du das so hörst und so, du weißt es natürlich. Aber du weißt ganz genau, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du tief und durch gehst, Probleme sich anhäufen, Nöte und Bedrängnisse kommen, im Kleinen wie im Großen. Nicht jeder hält viel aus. Wie gehst du dann vor? Fragen über Fragen, nicht wahr? Und doch bist du doch vieles von dem schon durch. Wie bist du in all dem denn vorgegangen? Das weißt du doch am besten, nicht wahr? Aber jeder einzelne von uns muss das alles mal so prüfen in seinem Herzen. Wie ist dein Glaube denn gegründet? Hast du vielleicht schon religiöse Haltungen so eingenommen? Und auf einmal, wenn alles um dich herum zerfällt und schlimmste Sachen geschehen in der Nachfolge, dann weißt du nicht mehr weiter. Es ist schon gut, wenn du nicht mehr weiter weißt. Aber der Herr weiß weiter, wie es für dich weitergeht. Da endet für dich dein Blick in das, wie es weitergeht. Aber der Herr schaut bis zum Ende, bis du bei ihm aufwachst hin. Und es ist wunderbar. Dein Glaube soll keine Grenzen kennen. Schauen wir uns Punkt 6 an. Glaube, das Hindernisse durchdringt und zerbricht. Wunderbar, nicht wahr? Glaube, das Hindernisse durchdringt und zerbricht. Lukas Evangelium 5,
Vers 17 bis 26. Lukas 5, Vers 17 bis 26. Und es begab sich auf einen Tag, dass er lehrete, und saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da kommen waren aus allen Märkten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Und die Kraft des Herrn ging von ihm und half jedermann. Und siehe, etliche Männer brachten einen Menschen auf einem Bette, der war gichtbrüchig, und sie suchten, wie sie ihn hineinbrächten und vor ihn legten. Und dass sie vor dem Volk nicht fanden, an welchem Ort sie ihn hineinbrächten, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hernieder mit dem Bettlein mitten unter sie, vor Jesus. Und da er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu denken und sprachen: Wer ist der, der Gottes Lästerung redet? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denket ihr in euren Herzen? Welches ist leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf und wandle? Auf dass ihr aber wisset, dass des Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, stehe auf und hebe dein Bettlein auf und gehe heim. Und alsbald stund er auf vor ihren Augen und hob das Bettlein auf, darauf er gelegen war, und ging heim und preisete Gott. Und sie entsetzten sich alle und preiseten Gott, wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Es ist unfassbar, was da einer für ein Glaube offenbar wird durch dieses Werk. Schauen wir uns an, was für ein Glaube denn das eigentlich ist. An was uns das erinnert, erstens mal. An was uns das erinnert, möchte ich mal teilen mit dir. Das ist doch sehr, sehr schön. Das ist Psalm 18, 30. Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschmeißen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Und mit meinem Gott über die Mauern springen, so groß soll dein Glaube sein. Du kannst mit dem Herrn die Hindernisse, die dir gesetzt sind, durchbrechen, umgehen, darüber springen. Und wunderbar, er hat vier Glaubensgenossen, will ich mal nennen, die ihm da helfen, dadurch noch hinzukommen, wo andere gesagt hätten: Hey, das ist alles rammelvoll, hier kommen wir nicht durch, die Türe, die der Eingang ist, ist zu, die Restlichen stehen sogar da leicht draußen, um zu hören, was er da sagt, und drin ist alles voll, nicht mal seine Mutter und seine Brüder und Schwestern kommen da rein, und er bezeugt ihnen sogar: Das sind meine Brüder und Schwestern, die glauben, die das tun, was Gott von ihnen verlangt, Gott der Vater, er tut ihnen kund: Das sind meine Schwestern und Brüder und Tanten und Onkel da rundherum. Aber nicht ihr. Aber sie kennen da nicht so Grenzen. Und sie kommen schlussendlich dazu, und das können wir so lernen, Lektion und Zitat zugleich, ist auch von Hudson Taylor: Wenn Schwierigkeiten kommen, sollte Gott nicht unsere letzte Zuflucht sein. Nein, zu ihm müssen wir uns zuerst hinwenden in unseren Nöten, ob sie groß oder klein sein mögen. Dieser Mann hatte schrecklichste Not. Und er wusste, er heilt die Kranken. Er macht Taube hörend, Blinde sehend. Zu ihm will ich, bringt mich her. Und die anderen tragen ihn hin. Und ihr Glaube ist auch wunderbar groß. Sie wissen ganz genau, wir kommen da nicht rein, aber wir kennen doch einen anderen Weg. Da heben wir das Dach einfach mal ein bisschen weg, kann man ja wieder zusammenbauen, Hauptsache unser Freund kommt dahin. Und siehe da, wende dich zum Herrn, immer, nicht nur an guten Tagen, immer. Siebter Punkt: Der Herr bleibt stillstehen. Das ist absolut gewaltig.
Der Herr bleibt stillstehen. Der Schöpfer von Himmel und Erd bleibt stillstehen. Matthäus 20, Vers 30 bis 34. Kernvers ist Vers 32. Matthäus 20, Vers 30 bis 34. Und siehe, zween Blinde saßen am Wege, und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie und sprachen: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk betreute sie, dass sie schweigen sollten. Aber sie schrien viel mehr und sprachen: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus aber stund stille und rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesum und rührte ihre Augen an. Und alsbald wurden ihre Augen wieder sehend und sie folgten ihm nach. Na, zu Vers 34 können wir dann auch etwas sagen, nicht wahr? Was lernen wir daraus? Durch den Glauben, den sie an den verheißenen Messias hatten, dass er tun kann, was er zum Beispiel in Psalm 146 sagt. Wir lesen jetzt den ganzen Psalm. Das ist sehr schön, das mal zu betrachten. Was wurde denn verheißen? Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, weil ich hier bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen. Die können ja nicht helfen. Denn des Menschengeist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Alsdann sind verloren alle seine Anschläge. Wohl dem des Hilfe der Gott Jakobs ist, der Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel, Erde und Meer und alles, was drinnen ist, gemacht hat. Der Glauben hält ewiglich. Der Recht schafft, denen so Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr löset die Gefangenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf die niedergeschlagen sind. Der Herr liebet die Gerechten. Der Herr behütet Fremdlinge und Waisen und erhält die Witwen und kehret zurück den Weg der Gottlosen. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott Zion, für und für. Halleluja. Sie haben dies schon gewusst. Natürlich auch von Jesaja Kapitel 42 von Vers 4 bis 9. Sie haben gewusst, das ist der Herr, das ist er. Wir hören ihn. Er geht durch die Straßen und verkündigt das Reich Gottes. Das ist der Herr. Von ihm haben wir gehört, von unseren Rabbis und von den Schriftgelehrten und von allen. Das ist er. Er kann alles wohl machen. Und in diesem Glauben sind sie dann auch dahin. Und ihnen wurde geholfen. Trotz aller Hindernisse. Lass dich niemals daran hindern, zum Herrn Jesus Christus im Gebet zu kommen. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit, wie viele Kinder du auch hast. Nimm dir die Zeit für dich und den Herrn. Und bete für andere auch. Jesaja 42, Vers 4 bis 9 möchten wir auch noch kurz schauen. Er wird nicht mürrisch noch gräulich sein, auf dass er auf Erden das Recht anrichte. Und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk so drauf ist, den Odem gibt und den Geistern, die drauf gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen mit Gerechtigkeit und habe dich bei deiner Hand gefasset und habe dich behütet und habe dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Heiden. Dass du sollst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was kommen soll, verkündige ich zuvor, verkündige Neues, ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Sie haben dies alles gewusst. Sie haben gewusst, der wird mich annehmen, so wie ich vor ihn komme und mich gesund machen und mich heilen. Diese Sachen waren zu jener Zeit gegeben. Das waren die Prophezeiungen vom Messias. Und das haben die gewusst. Die mussten einfach zu ihm kommen. Und sie wurden sehend. Bete, dass
die Augen deines Herzens sehend wird. Und du erkennst Sachen in der Heiligen Schrift, die zuvor nicht erkannt hast. Jetzt der zweite Lektion ist sehr spannend. Schauen wir uns das mal jetzt an in Vers 34. Das ist eine sehr spannende Sache für diejenigen, die sehr, sehr zurückhaltend sind mit Mission. Und das ist nicht einfach zu verdauen für einige, das weiß ich. Vers 34 von Matthäus 20. Und es jammerte Jesus und rührte ihre Augen an. Und alsbald wurden ihre Augen wieder sehend und sie folgten ihm nach. Sie werden sehend und folgen gleich nach. Ist das nicht herrlich? Die 10 Aussätzigen, die der Herr geheilt hatte. 9 kamen nicht zu ihm, um zu danken, was der Herr gemacht hat. Nur einer. Aber der hat gewusst, ich muss zu ihm, der mich geheilt hat. Und wir wurden geheilt als Kinder Gottes von unserer Missetat, von dem Schuldschein. Wurden wir gereinigt und geheiligt durch den Glauben an sein Heiligblut. Und nun? Und was nun? Folge dem Herrn doch nach, befehl dich dem Herrn an und gehe los in den Dienst. Zuallererst in einer bibeltreuen Gemeinde musst du natürlich sein. Wenn du noch keine hast, sage Bescheid, ich kann dir helfen. Durch die Gnade des Herrn eine bibeltreue Gemeinde für dich zu finden, brauche nur deine Postleitzahl und wie weit du fahren kannst. Aber dann ist auch der zweite Punkt Dienst. Befehle dich dem Herrn an, lass dir vom Herrn erklären, was für Gaben er dir dann gegeben hat, durch seinen Heiligen Geist, mit dem er dich versiegelt hat. Was für Gaben sind dir gegeben? Das ist sehr wichtig. Dann kannst du ihm dienen. Sie folgten ihm gleich danach. Schauen wir uns noch an, diesen Zitat. Lektion 2 und Zitat zugleich. Der große Fehler der Kinder Gottes ist, dass sie nicht beständig weiterbeten. Sie haben immer beständig weitergerufen. Du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und wieder allesamt sind gegen sie. Das ganze Volk, im Vers 31, aber das Volk bedreute sie. Ein Volksaufstand. Ruhig. Bleibt ruhig. Geht weg. Ja, immer die Verstoßenen. Geht weg. Bleibt weg. Lasst ihn. Nein. Sie wissen genau Bescheid. Er wird uns annehmen. Wir wissen es Bescheid. Wunderbar. Letzter Punkt. Schauen wir uns an Lukas 19. Vers 2 bis 6, Lukas 19, Vers 2 bis 6. Hier habe ich jetzt keine Oberschrift, aber wir können hier sehr viel daraus lernen. Lukas 19, Vers 2 bis 6. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich und begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Und er lief vorhin und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf dass er ihn sehe, denn all da sollte er durchkommen. Und als Jesus kam an dieselbige Stätte, sah er auf und ward sein Gewahr und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute zu deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Zachäus erinnert uns sehr an Psalm 25. Psalm 25. Ein Psalm Davids. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schaden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der dein harret, aber zu Schanden müssen sie werden, die losen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich dein. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von der Welt her gewesen ist. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung. Gedenke aber mein nach deiner Barmherzigkeit um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und fromm,
Darum unterweist er die Sünder auf dem Wege. Er leitet die Elenden recht und lehret die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind eitel, Güte und Wahrheit denen, die seinen Bund und Zeugnis halten. Um deines Namens willen, Herr, sei gnädig meine Missetat, die da groß ist. Wer ist der, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen den besten Weg. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Siehe an meinen Jammer und Elend und vergib mir alle meine Sünden. Siehe, dass meine Feinde so viel ist und hassen mich aus Frevel. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Schlecht und Recht, das behüte mich, denn ich harre dein. Gott erlöse Israel aus aller seiner Not. Ich habe nicht notiert, ab diesem Vers sollte es sein. Ab Vers 15 sollte es sein, aber vielleicht ist es auch gut, der ganze Psalm mal so betrachten. Es erinnert sehr an Zachäus, natürlich auch an andere Personen in der Heiligen Schrift, aber um ihn geht es uns jetzt. Meine Augen sehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Zachäus war kein beliebter Mann, er war gehasst, er war ein Oberzöllner, sehr hohe Position, aber sehr verachtet. Und er hat gewusst, ich habe viele Missetaten, ich habe übergangen alles und alle hintergangen. Und dann aber, wo seine Feinde aufstehen und sagen, Herr, was will er denn mit diesem Zöllner und diesem Sünder? Dann steht der Zachäus klar auf und gibt eine klare Antwort. Er gibt vielfältig zurück, wenn er Unrecht getan hat und bekennt, dass er ungerecht ist. Und der Herr gibt ihm dann klar den Gütesiegel. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Wunderbar, nicht wahr? Was lernen wir denn von ihm? Auch Psalm 18, Vers 39, Vers 29 bis 34 können wir auch einiges da herauslesen. Er auf jeden Fall kennt keine Hindernisse. All die Leute, die wir jetzt gelesen haben, kennen keine Hindernisse. Die einen steigen da über den Maulbeerbaum, weil sie klein sind, ja, klein, dann hoch. Was können wir daraus lernen? Schauen wir dann gleich an. Schauen wir mal. Psalm 18, Vers 29 bis 34. Denn du erleuchtest meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschmeißen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Gottes Wegen sind ohne Wandel. Die Reden des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wo ist dein Gott ohne dem Herrn? Oder ein Hort ohne unseren Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Wandel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhe. Er lehrt meine Hand streiten und lehrt meinen Arm einen ehernen Bogen spannen. Und gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärket mich. Wenn du mich demütigest, machst du mich groß. Passt doch wunderbarlich zu Zachäus. Er hat genau gewusst, ab da, wenn da alles versperrt ist, so wie ich sehe, komm ich doch niemals dahin, dass ich jetzt den verheißenen Erlöser sehen darf. Ich habe so viel von ihm gehört, all seine Machttaten um die Länder herum, und ich will ihn sehen. Und dann sagt der Herr noch, ist seine Gewahr, schaut hoch, ich muss zu dir, Zachäus, steig eilend herab. Wunderbar. Und was geschieht? Er wird gleich bedroht von allesamt und ja, dieser Zöllner, dieser Bandit schlussendlich, dieser Räuber, der alle hintergeht und Schlimmstes tut. Verachtet vom Volk, für die Hurer und Sünder und für alle Räuber und Diebe und Mörder, für die ist er hergekommen, die wissen, dass sie schuldig sind. Die anderen, die eine eigene Selbstgerechtigkeit haben, die wollen auch nicht. Und die werden auch schlussendlich in die Hölle fahren und ans Gerichtstag herausgeholt und in den Feuersee geworfen. Die meisten wollen nicht. Und Zachäus wollte. Schauen wir uns auch
Lukas Evangelium Kapitel 19, Vers 8 noch an. Zachäus aber trat dar und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und so ich jemand betrogen habe, das gebe ich vielfältig wieder. Das ist geschehen, nachdem die anderen sagten, wo sie dann gesehen hatten, ja, dass er dann zu ihnen nach Hause, zu ihm nach Hause gehen soll, der Herr Jesus Christus zu ihm nach Hause gehen soll, sagten sie gleich. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle, dass er bei einem Sünder einkehrte. Zachäus macht gleich eine klare Sache. Zachäus tretet daher zum Herrn und sprach zu ihm und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und so ich jemand betrogen habe, das gebe ich vielfältig wieder. Wunderbar. Was lernen wir daraus? Erste Lektion: Es gibt keine Hindernisse, wie schwer es in deinen Umständen auch ist, zu erkennen den Herrn Jesus Christus als das Herrlichste und Schönste in deinem Leben. Nochmals: Es gibt keine Hindernisse, wie schwer es in deinen Umständen auch ist, zu erkennen den Herrn Jesus Christus als das Herrlichste und Schönste in deinem Leben. Lektion 2, und dann schließe ich ab. Lass den Herrn Jesus Christus in deinem Zuhause Platz haben und regieren. Er muss der Mittelpunkt in deinem Leben sein, in deinem Zuhause, in deiner Familie. Du bist kein Bewohner dieser Welt mehr, sondern ein Pilger auf der Durchreise. Gehe mit dem Hirten und nicht gegen ihn. Es gilt für uns allesamt. Jeder von uns muss den Herrn Jesus Christus im Mittelpunkt in seinem ganzen Sein haben. Wir gehen mit dem Herrn hindurch durch die Pilgerschaft, ohne ihn nicht. Ich hoffe, dass dir das hilft, deinen Glauben zu prüfen und stärken zu lassen. Wenn es noch tiefer für dich unten durchgehen sollte, wie wirst du da dann hindurchgehen können, wenn dein Glaube so schwach ist jetzt? Wie gesagt, der Herr hält dich fest und du kannst den Herrn auch nicht loslassen. Aber dein Glaube kann schwächer werden, je mehr du dich entfernst von der Heiligen Schrift. Und je mehr du dich davon entfernst, von dem, was du einmal gelernt hast, dich ferne halten von der Welt. Ferne bleiben von der Welt, nahe bleiben am Herrn Jesus Christus. Nahe bleiben an seinem heiligen und lebendigen Wort, so bleibt dein Glaube auch stark. Suche den Herrn, sein Angesicht auch heute. Komme ganz nah an sein Herz. Amen.